Taschenkontrollen wie am Flughafen. Reinkommt nur, wer sich vorher auch angemeldet hat. Und die Presse, die ist auch ganz heiß auf ihren Vortrag. Der Grund: vor knapp 2 Wochen hatte die Humboldt-Universität in Berlin in kurzer Hand abgesagt. Wegen Sicherheitsbedenken, sagen die Verantwortlichen, Cancel Culture-Kritiker. Ich wollte mich zunächst erst einmal bedanken, dass ich heute die Chance habe, diesen Vortrag zu wiederholen. Das bedeutet mir ziemlich viel. Mir ging es immer nur um die Vermittlung von Grundlagenwissen der Biologie. Dieses Grundlagenwissen für die Referentin konkret: naturwissenschaftlich gesehen gäbe es eben nur 2 Geschlechter. Vor allem queere Aktivisten sehen darin eine Diskriminierung von Menschen, die sich keinem oder eben dem anderen zugehörig fühlen. Außerdem veröffentlichte die Biologin einen umstrittenen Gastbeitrag für Welt zu dem Thema. Proteste wurden angemeldet, der Vortrag abgesagt. Beim Nachholtermin blieb es aber ruhig. Ich habe das natürlich erstmal gehört, dass es gecancelt wurde. Und dass eine Biologin in einer Uni sogar gecancelt wurde. Und ich fand einfach gerade in einer Uni, da wo es einfach um Forschung und um Faktengrundlagen geht, dass es da nochmal wichtig ist, dass es nochmal vorgetragen wird. Was ich extrem enttäuschend finde, ist, dass Frau Vollbrecht sich dann danach der fachlichen Diskussion entzogen hat. Wenn wir in der Universität einen Vortrag über Wissenschaft halten, ist es zwingend erforderlich, dass wir hinterher in der Universität über diesen Vortrag auch diskutieren. Und tatsächlich, genau das hat die Humboldt-Universität versucht. Organisiert eine gut besuchte Podiumsdiskussion im Anschluss an den Vortrag. Sogar Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger ist extra aus dem Urlaub zugeschaltet. Ein kleiner Vortrag, große Aufregung. Die Unileitung selbstkritisch. Das heißt für uns, dass wir in der Zukunft diesen Fragenkomplex, diesen Diskussionskomplex erweitern müssen. Dass wir uns dem Thema Wissenschaftsfreiheit in Gänze, in seiner gesamten Komplexität systematisch annehmen müssen. Und das werden wir an dieser Universität auch tun. Marie-Louise Vollbrecht hat die Teilnahme an der Diskussion übrigens abgesagt. Das Format sei nicht zielführend, kritisiert eine einseitige Zusammensetzung der Gäste. Und tatsächlich, Fürsprecher hatte die Biologin hier eigentlich nur im Publikum. Also ja.